Wir schreiben die Jahre 1944 bis 1948. Aber dieser Film ist kein Kriegs- oder Antikriegsfilm, es sind nur Erinnerungen aus dieser Zeit von einem Dorf an der Schlei, Ulsnis. Heute komme ich von Missunde. Die Fähre hatte damals noch keinen Motorantrieb. Die Fahrgäste zogen die Fähre an Seilen mit Muskelkraft ans andere Ufer. Ich bin heute 83 Jahre alt und kann mich an viele Details von damals erinnern. Kiel wurde nachts und tags von Bomberflugzeugen mit deren todbringender Last erschüttert. Mein Vater musste nicht an die Front. Sicherer war er aber auch kaum in Kiel auf der Germania-Wehr. Unsere Wohnung in Kiel fanden wir nach Bunkerbesuchen oft ohne Fensterscheiben vor. Strom, Gas und Wasser gab es nur noch selten. Wir hatten das Glück, dass eine Evakuierung meiner Mutter, meines Bruders und mir klappte. Wir zogen an die Schlei nach Ulsnis. Für mich begann, kaum zu glauben, eine schöne Zeit. Dafür zuerst Danke an meine Eltern. Es ist der 23. Januar 1944. Der Schnee tobt beim Umzug von Kiel nach Ulsnis. Es ist bitterkalt. Wir finden drei Zimmer im Schullandheim. Wasser muss zunächst von einem 250 Meter entfernt gelegenen Bauernhof geholt werden. Den Balkon und andere Rundbögen über den Fenstern, die das Untergeschoss dominierten, gibt es leider nicht mehr. Aber auch heute ist das Schullandheim immer noch ein schönes Haus, gebaut 1909. Eine uralte Blutbuche, die dem Sturm Anna im Februar 2002 zum Opfer fiel, ist inzwischen wieder ersetzt worden. Die Toiletten, damals Plumpsklos, befanden sich in einem nicht beheizbaren Anbau, ohne Strom. Das jährliche Entleeren der Sammelgruben war Aufgabe der im Haus lebenden Frauen, also auch von meiner Mutter, mit Schaufeln, Eimern und Schubkarren. Bald gab es als Wasserstelle eine Schwengelpumpe in der Waschküche. Dennoch haben besonders wir Kinder es gut hier. Wir sind hier sicher. Noch kommt gelegentlich unser Vater mit dem Zug und Fahrrad von Kiel nach Ulsnis. Selber nehmen wir den Krieg nur durch die Flugzeuge wahr. Am Ostersonntag, den 9. April 1944, zählen wir über 300 Feindflugzeuge. Wochen später sind es doppelt so viele. Staniolstreifen fallen vom Himmel, sie sollen die Ortung der Flugzeuge vom Boden aus erschweren. Dennoch werden vier Maschinen abgeschossen. Ich sah ein Flugzeug mit lautem Heulen vom Himmel stürzen. Mein Vater berichtet im Tagebuch am 9. April 1944, er habe mit anderen Männern zwei amerikanische Piloten, die mit Fallschirmen an der Schlei landeten, abgeführt. Wir hören täglich den Wehrmachtsbericht. Man hat sich die Fanfare aus dem Vorspiel von Franz Liszt ausgesucht, unterlegt mit einer donnernden Männerstimme. Aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Wie nimmt das ein Junge mit 6 Jahren auf? Dieses fürchterliche akustische Signal hat sich bei mir eingeprägt. 22. Mai 1944. Nachbarhäuser am Niemandsweg in Kiel brennen und 2 Monate später auch unsere Wohnung. Züge fahren kaum noch. Mein Vater kommt nur noch sehr selten mit dem Fahrrad nach Ulsnis. Meine Mutter macht Spinat aus Brennnesseln. Nicht schlecht und wohl auch gesund. Man kann nur wenig einkaufen. Es gibt einen Schlachter in Kirchenholz. Für ein wenig Brühe muss man früh anstehen. Dieses Kochwasser für Würste hat einen Restgeschmack und auch Fettaugen. Daraus kann meine Mutter eine herzhafte Suppe kochen. Es gibt auch 4-fach Blutwurst. Diese hat den Vorteil, dass man dafür nur 1/4 der Lebensmittelkarten für Fleisch benötigt. 3/4 sind anderer Inhalt. Am 15. August 1944 habe ich meinen ersten Schultag. Von Schularbeiten halte ich nicht viel. Der Eingang des Schullandheims,
vor dem ich stehe, hat sich nicht verändert. Auch die Schule, ein Bau von 1849, sieht heute noch so aus wie damals, nur dass heute ein Kindergarten im Gebäude ist. Bis auf die Einrichtung sind auch die zwei Klassenräume unverändert. Ulsnis hat heute keine Schule mehr. Es wird immer schwerer, Lebensmittel zu ergattern. Das Getreide steht reif an der Strandstraße, wo wir wohnen. Mähdrescher gibt es nicht. Die gebündelten Getreideballen stehen als Hocken auf den Feldern zum Trocknen. Man darf dazwischen abgefallene Ähren sammeln. Aber was macht man, wenn der Hunger quält und man, wohl nicht zufällig, eine Schere dabei hat? Dann fahre ich auf dem hohen Pferdewagen für das Getreide ganz oben bis zum Bauern in die Scheune. Das hat heute doch kein Kind mehr gesehen. Und viele glauben, das gibt es nur in Kitschfilmen wie Heidi oder Immenhof. Es war wirklich so. Die Amerikaner sind schon im September in Deutschland einmarschiert. Am 25. August 1944 fallen auch Bomben auf Ulsnis. Sie trafen Gebäude in Kirchenholz. War es Rache für den Abschuss der Kameraden vom April oder war es ein Notabwurf aus irgendwelchen Gründen? Es gehen Gerüchte um. Ein strategisches Ziel war Ulsnis nicht. Es ist wieder so aufgebaut, wie es früher war. Hier musste ich damals immer vorbei, wenn ich als kleiner Steppke vom Schullandheim nach Steinfeld zum Zahnarzt musste. Mit dem Bus dauerte die Strecke 17 Minuten, aber einen Bus gibt es nicht. Mit dem PKW wäre man 6 Minuten unterwegs, aber es gibt gar keine Autos. Und zu Fuß braucht man nur 53 Minuten. Das ist doch nicht viel, damals. Heute haben wir Eltern und Freunde, die den Kindern so lange Strecken zu Fuß nicht mehr zumuten. Ich habe großes Glück. Ich sitze an der damals alten Brücke an der Schlei, natürlich noch ohne Segelboote, mit einer selbstgebauten Angel und fange einen kleinen Barsch. Meine Mutter legt den Fisch sauer ein, eine Köstlichkeit. Meine Mutter und andere Frauen sammeln Bucheckern. Daraus kann man im Ort Öl pressen lassen. Man bekommt aber nur die Hälfte des Öls, den Rest behält der Hersteller als Lohn. Mein Vater muss zum Volkssturm, der im September 1944 von Hitler für 16- bis 60-Jährige angeordnet wird. Es zittern die morschen Knochen, ist der Marschgesang. Ich erfahre das erst später aus seinem Tagebuch. Dieser Männerhaufen soll die Heimat verteidigen. Sie tragen Stöcke wie Gewehre. Für Zielübungen haben sie einen Karabiner ohne Munition. Im Winter ist es bitterkalt. Es gibt keine Kohlen und im Wald liegt auf dem Boden kein einziges Holzstück mehr. Es ist erlaubt, tote Bäume zu fällen. Frauen schneiden darum im Winter ringsherum die Rinde des Baumes durch. Im Frühjahr wird er nicht mehr ausschlagen. Davon profitieren auch andere, die dann beim Fällen schneller sind. Ich erzähle hier keine Märchen. Alles, was brennbar ist und im Moment nicht benötigt wird, landet im Ofen. Das gilt auch für alte Möbel. Am 1. Mai 1945 gibt es im Radio eine Sondermeldung, der Führer sei gefallen. So kann man es auch nennen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Am 11. Mai 1945 besetzen Engländer alle Höfe und Häuser von der Schlei aus bis zum Eckhaus Ulsnis Strand 2.
und kurz danach auch noch das Schullandheim Strandweg 17. Damals gab es noch nicht so viele Häuser wie heute auf der Karte. In wenigen Stunden müssen alle Bewohner ihr Haus verlassen. Wir haben großes Glück. Ein freundlicher englischer Arzt stellt bei mir Scharlach fest, Scarlet Fever. Wohl das erste englische Wort, welches ich lerne. Die Engländer machen wegen der Ansteckung einen großen Bogen um das Haus. So können wir noch ein paar Tage bleiben und meine Mutter schafft es, einen großen Teil der Möbel herauszutransportieren. Am 28. Mai 1945 müssen auch wir das Schullandheim verlassen und können im Hof der Hesselmühle bei Müller-Carstensen einziehen. Hier einmal vielen Dank für die Unterkunft. Das halbe Dorf musste in wenigen Tagen in den restlichen nicht besetzten Häusern untergebracht werden. Links ist das Wohngebäude, 1958 abgebrannt und wieder aufgebaut. Unten zur Stirnseite haben wir zwei sehr kleine Zimmer. Es ist idyllisch. Wir sitzen am Mühlenteich und meine Großmutter vom Niederrhein ist zu Besuch bei uns. Sie sitzt ganz rechts im Bild. Es ist gut, weil meine Mutter eine Hilfe hat. Aber die zwei Räume sind schon für drei Personen viel zu klein. Dies ist die alte Wassermühle, damals noch mit einem großen Wasserrad an der Seite, wo heute nur noch der Mühlengraben zu sehen ist. In zwei Etagen drehten sich hier die Transmissionswellen und trieben die Werke an. Hier hat meine Mutter an einer Maschine Grieß gesiebt. Und natürlich habe ich das Folgende nicht vergessen. Der Mühlenteich wurde von einer großen Quelle gespeist. Dort holten die Engländer regelmäßig Wasser. Sie trauten vermutlich nicht den vielen Brunnen an den besetzten Häusern. Hier also der zweite englische Begriff, den meine Mutter uns beigebracht hatte. Have you chocolate? Das verstanden die Engländer und regelmäßig erhielten mein Bruder und ich Schokolade. Am 13. August 1945 reist meine Großmutter nach Hause. Sie ist mit LKW, Güterwagen und Personenzug unterwegs. Sie übernachtet mehrfach und kommt nach 13 Tagen zu Hause an. Heute brauchen wir für die Strecke 5 Stunden. 5 Monate fällt die Schule aus. Nicht gerade förderlich für jemanden, der das Lernen noch gar nicht gelernt hat. Ein neuer Lehrer bringt Schwung in die Klassen. Er diktiert den Satz, wenn es heute regnet, wird das Leder billig. Was für eine Logik. Das Wort heute schreibt man mit A-Umlaut. Wer hat es falsch geschrieben auf seine Schiefertafel? Wir haben alle Angst vor Strafen. Der Herr Lehrer sieht auf meine Tafel und ich muss meine offene Hand hinhalten. Der dünne Stock trifft pfeifend meine Hand. Ich finde ein Ei in einer Blumenrabatte. Meine Mutter erklärt mir, dass ich es abgeben müsse. Die Bäuerin nimmt das Ei an. Ein Ei konnte meine Mutter gegen alte Babykleider von mir und meinem Bruder eintauschen. Babykleider gab es noch nicht in den Geschäften. Zu einem unvergesslichen Erlebnis gehört ein Mittagessen auf dem Hof eines Bauern für alle Erntehelfer. Ich bin nicht sicher, ob es dieses Gehöft in Ulsnis gewesen ist, vermute es aber. Es gibt Schnisch. Für mich gehört seitdem dieser Eintopf aus Gemüse und Milch zu den leckersten Gerichten aus Schleswig-Holstein. Beim Bäcker nahe der Schule in Richtung Hestorf gibt es wieder Brot. Es ist wirklich schneeweiß. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Engländer haben es eingeführt. Am 7. Oktober 1945 dürfen wir nach 4,5 Monaten Hesselmühle wieder zurück ins Schullandheim. Mein Vater baut einen Kaninchenstall, dort wo heute die grünen Türen sind. Er freut sich sicher auf den Braten, aber daraus wird nichts. Gerade schlachtreif werden die Tiere gestohlen.
Meine Mutter legt nun Schlingen vor die Bauöffnungen der Wildkaninchen im Knick. Auf früheren Postkarten findet man meist den Namen Landschulheim, wie hier schwer zu erkennen. Heute gilt überall der Name Schullandheim. Die St. Wilhardi-Kirche in Ulsnis. Die ersten Teile der Kirche wurden in der Mitte des 12. Jahrhunderts gebaut. Die Kirche ist damit die wohl älteste erhaltene Kirche in Angeln. St. Wilhardi war 770 Missionar in Friesland und der erste Bischof von Bremen. In den Folgejahrhunderten wurde an der Kirche viel erneuert und erweitert. Diese Orgel, es ist nicht die erste, stammt aus den Jahren 1785-86 von dem damals in Norddeutschland besten Orgelbauer Johann Daniel Busch. Es war seine letzte große Arbeit. Zu der Zeit stand sie noch auf der Westempore der Kirche. Schon 12 Jahre später wurde umgebaut. Die Orgel wurde an die Ostseite der Kirche oberhalb des Altars gesetzt, wo sie heute noch steht. Die letzte große Renovierung fand 2002-2003 statt. Zur Adventszeit 1945 sitze ich neben dem Organisten und darf auf Anweisung das Register Zimpelstern ziehen. Ein Teil einer Orgel, welches es nur noch sehr selten gibt und welches man noch seltener auch sehen kann. Das hat mich sehr beeindruckt. Können? Meine Mutter singt im Chor der Kirche zusammen mit Anna Martens aus der Hesselmühle, mit der sie sich angefreundet hatte. Im Dezember 1945 wirken sie dort in einem Krippenspiel als Sternsänger mit. Der hölzerne Glockenturm neben der Kirche wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Im Turm hängen heute drei Glocken, eine von 1869 aus Gussstahl und zwei von 1959 und 1996 aus Bronze. Die Glocken werden heute elektrisch betrieben. Damals, um 1945, durfte ich als Junge von außen am dicken Seil vom Boden aus die Glocke läuten. Vermutlich war es nur die gusseiserne Glocke. Zwei Bronzeglocken sind ja neu und eine ältere Bronzeglocke musste schon 1942 abgeliefert werden und ist vermutlich in Kanonenrohre umgeschmolzen worden. Außer die Süderbrarerbau. Und da wurde der steinerne Glockenturm erst sehr viel später eingebaut. Das Pastorat sieht noch so aus wie früher. Nur die Scheune links gibt es nicht mehr. Damals hatte ich auf dem Weg vom Haus zur Kirche Spitzwegerich für Apotheken gesammelt. Spitzwegerich war wegen seiner vielseitigen Wirkung 1914 zur Arzneipflanze des Jahres gekürt. Zugegeben, schon eine Weile her.
Nur wenige wissen, dass es eine Biene aus dem Garten des Pastorenhauses zu Weltruhm gebracht hat. Der Verfasser des Buches Biene Maja, Waldemar Bonsels, war der Neffe des Ulsnisser Pastors Theodor Johann Peters, der hier von 1891 bis 1910 wirkte. Waldemar Bonsels schrieb, dass er als Kind oft bei seinem Onkel und im Garten des Pastorats von Ulsnis war und dass sich hier die Inspiration zur Biene Maja entwickelte. Von dieser Geschichte und auch von der Existenz der Biene Maja habe ich nichts gewusst. In Ulsnis wurde damals Torf gestochen. Mein Onkel Günther links kam gerade aus der Kriegsgefangenschaft. Er wohnte bei uns im Schullandheim. Es war seine erste Arbeitsstelle. Die nassen Briketts wurden luftig zum Trocknen gestapelt. Es ist Juni 1946. Rechts neben seinem Bruder mein Vater. Ein erwachsener Mensch braucht 2300 Kilokalorien am Tag. Der zugelassene Wert wird gerade von 1500 auf 1000 gesenkt. Meine Mutter macht aus allem Essbaren eine Mahlzeit. Bevor die Kartoffeln noch einmal gestohlen werden, macht sie daraus Kartoffelmehl. Aus Zuckerrüben macht sie den süßen, dicken Sirup. Diese Sachen kann man sicher lagern. Beim Einkochen des Zuckerrübensaftes in der großen Küche im Schullandheim wird mit dem großen Holzofen im Winter das ganze Haus beheizt, wenn man alle Türen offen lässt. Als Feuerholz dienten die Pappeln, die in der langen Zugangsallee zum Haus gefällt wurden. Auf dem Gelände des Schullandheims gab es einen kleinen Sportplatz. Dieser wurde von den Hausbewohnern umgegraben und jedem ein Stück Land für den Anbau von Kartoffeln oder Gemüse zugeteilt. Mein Vater baut auch Tabak an. Zusätzlich bekommen wir und andere ein wenig Land auf einem Acker an der Fischerstraße und am Strandweg zur Verfügung. Die Reste einer alten Steinbrücke für den damals sogenannten Mittelweg, den es heute nicht mehr gibt. Der Winter 1946-47 wird der kälteste Winter des 20. Jahrhunderts. Mein Vater fährt mit einem Güterzug nach Riesebü und dann mit dem Fahrrad über die Schlei nach Ulsnis. Das Eis ist 75 cm dick. In Kiel arbeitet er inzwischen in einer Margarinefabrik. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Von dort bringt er Molke und Molkepaske mit. Ein hochwertiges Lebensmittel. Es galt als Abfallprodukt bei der Käseherstellung. Aus der reinen Molke macht meine Mutter eine für uns leckere Suppe. Eine kleine Brennhexe in nur einem Raum muss für die Wärme im ganzen Obergeschoss des Schullandheims sorgen. Manchmal glühen die Ofenwände und dennoch herrschen jeden Morgen Minustemperaturen in allen Räumen. Mein Bruder und ich hocken unter einem Tisch, der mit Tüchern abgedeckt ist, nahe am Ofen. An den Fenstern kleben 2 bis 3 cm dicke Eisblumen. Auch das Schlafzimmer für uns Jungen zeigt den ganzen Tag Minustemperaturen an. Abends gibt es eine Wärmflasche. Ja, so kann man auch schlafen. Und wir sind nicht krank geworden. Die Strandstraße neben dem Schullandheim war meterhoch zugeschneit. Darunter bauten wir Höhlen. Links der eingegrabene Fußweg. Dieses Foto von 1947 und der Filmausschnitt von heute entstanden genau dort. Zur Schule bringt jedes Kind ein Stück Holz, Kohle oder Torf mit, damit geheizt werden kann. Inzwischen gibt es auch Schulspeisung. Die soll von den Engländern kommen, aber das weiß ich nicht mehr so genau.
Auf jeden Fall kommt die Suppe aus Wehrmachtskübeln. Schokoladensuppe oder Grießsuppe mit Rosinen sind besonders beliebt. Und was für ein Mai! Im Tagebuch meines Vaters lese ich: Dieser Frühling ist der schönste Sommer, den ich je erlebt habe. Bei Temperaturen um 30 Grad baden wir auf Dreispitz. Eine Schilfinsel hat sich gelöst und treibt herum. Wir Kinder und Erwachsene erobern diese kleine Insel und erstaunlicherweise trägt sie eine ganze Menge an Personen. Dreispitz war damals eine beliebte Badestelle, so wie es heute noch eine ist. Dort habe ich das Schwimmen gelernt. Am 20. Juni 1948 gibt es neues Geld. Jede Person erhält 40 D-Mark Kopfgeld und plötzlich kann man sich alles kaufen. Die Regale, in denen bisher nur mal ein Apfel oder ein paar Kartoffeln lagen, waren voll mit Lebensmitteln und Obst, wie ich es noch nie gesehen hatte. In besonderer Erinnerung habe ich die 5- und 10-Pfennigscheine, wohl deshalb, weil ich jetzt das erste Taschengeld bekam. Auch die Kieler Nachrichten berichten von über Nacht gefüllten Schaufenstern. 1 Gramm Gold kostet 4 D-Mark. Heute 48 Euro. Mein Bruder und ich hatten in der Zwischenzeit Masern. Einen Impfstoff wird es erst in den 60er Jahren geben. Die Schleibrücke in Ulsnis war schon 1947 mit vielen Segelbooten besetzt, die ganz plötzlich einfach da waren. Vor der Brücke stand 1948 ein erstes Karussell. Hier konnte ich das erste Speiseeis meines Lebens essen. Wie kann man so etwas im heißen Sommer machen? Das heutige Pflegeheim am Ulsnisstrand war damals das Ulsnis-Strandhotel. Hier wurde nach Kriegsende viel gefeiert. Ich kaufte mir vom ersten Taschengeld eine Flaschenbrause. Der junge Mann, der mir die Flasche gab, wollte mehr als die 20 Pfennige, die die Flasche eigentlich gekostet hätte. Er nannte es Trinkgeld. Ich war empört, das kannte ich nicht. Das Haus ist nur noch schwer wieder zu erkennen. Eine Nottreppe dient nicht zur Verschönerung und die herrliche alte Veranda gibt es auch nicht mehr. Auch der Zierrat der Villa über den Fenstern und an den Hausecken musste dem modernen Kastenstil weichen. Den wunderschönen Blick auf die Schlei konnte man nicht wegnehmen. Es gibt aber noch andere alte, sehr schöne Villen am Ulsnisstrand, die ihre Pracht nicht verloren haben. Die blaue Linie ermöglicht jetzt Fahrten von Ulsnis über Kappeln nach Kiel. Die mir bekannten, kaum ostseetüchtigen Schiffe waren Ute, Puck, Nöck und August. Mag sein, dass es noch ein anderes Schiff gab. Auf der Schlei gab es vor allem nach Kriegsende einen Linienverkehr von Kappeln bis nach Schleswig. Wir sind oft nach Schleswig gefahren. Bei Sturm lief bei dem überfüllten flachen Schiffchen, vermutlich der MS Nöck, auf der großen Breite das Wasser auf der einen Seite in das Schiff und auf der anderen Seite wieder heraus. Im Winter bei Kälte stand im Fahrgastraum eine kleine überheizte Brennhexe. In Schleswig besuchten wir unter anderem eine Tauschzentrale. Es gab dort Waren, von deren Existenz ich vorher noch nichts wusste. Man tauschte Spielzeug, Geschirr, Wäsche und so weiter. Man konnte zum Beispiel eine Kaffeekanne gegen einen Knäuel Wolle eintauschen. Man musste aber prüfen,
ob im Wollknäuel nicht noch ein Knäuel aus Altpapier versteckt war. Bei Tauschzentralen und auf dem schwarzen Markt war man vor Betrügern nie sicher. Nach einem guten Frühjahr und warmem Sommer fällt die Ernte gut aus. Auf einem Ackerstreifen am Schullandheim, ich berichtete von den kleinen Ackerflächen, die uns zugewiesen wurden, ernten meine Eltern über 16 Zentner Kartoffeln. Auch Obst gibt es reichlich. Auf den Wiesen wachsen viele Champignons und mein Vater kann sich bei einer Person in Hessdorf aus seinem selbst angebauten Tabak und Eiern, man braucht das Eiweiß zum Kleben, Zigarren wickeln lassen. Es brechen die letzten Wochen für uns in Ulsnis an. Wir haben November 1948. Inzwischen singt auch mein Vater im Kirchenchor in Ulsnis mit. Aber es steht ein Umzug nach Kiel bevor. Der Abschied fällt uns Kindern schwer. Weil wir in Ulsnis nie gelernt hatten, Schularbeiten zu machen, wird die neue Schule für uns natürlich schwer. Damit wäre das Kapitel Ulsnis abgeschlossen, gäbe es nicht noch einen kleinen Zwischenfall. Beim Umzug nach Kiel mit einem offensichtlich nicht ganz geschlossenen Möbelwagen hatten wir nicht nur zweimal Reifenpanne, wir verloren ausgerechnet in der Höhe der Kirche von Ulsnis eine dicke, alte, in Leder gebundene Bibel von 1899. Ausgerechnet der Pastor der Gemeinde Ulsnis musste die Bibel finden. Als er sie Tage später meinem Vater übergab, mit einem negativen Unterton, wieso gerade ein Pastorensohn die Bibel nicht vermisse, konnte mein Vater aufklären. Dass er den Verlust nicht sofort bemerkt hätte, läge allein darin, dass er noch eine zweite, ebenso dicke Bibel sein eigen nennt. Das ist zwar die Wahrheit, aber ob das als Ausrede anerkannt wurde, wurde nicht überliefert.